Hallihallöchen und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben von Pura einen Auftrag bekommen und zwar die blaue Flamme wieder zu ihr oben zu ihrer, zu dem Institut zu bringen, zu der Feuerschale. Denn, hallo, machst du das mal an hier? Danke. Denn die ist ausgegangen und wie wir in ihrem Tagebuch gelesen haben, braucht sie das Feuer, um einen Alterungszauber zu aktivieren. Denn die junge Frau, Entschuldigung, Kind, ist gar kein sechsjähriges Mädchen, sondern eigentlich eine 120 Jahre alte Forscherin. Wo ist denn hier das nächste Ding? Es fängt bestimmt an zu regnen. Ich spüre das. Einen Verjüngungszauber an sich ausprobiert hat, der ein bisschen zu gut funktioniert hat. Aber sie sieht süß aus. Wenn es jetzt nicht gleich anfängt zu regnen, sollten wir das schaffen, ne? Nicht mehr weit. Ich mache vorsichtshalber hier alle Fackeln an unterwegs. Der Wind nimmt zu. Die Regentropfen sind nicht mehr fern. Wir sind erst beim Bauernhof. Die Fackel hätte ich gar nicht anmachen müssen. Egal. Ich dachte, wir wären schon oben. Wir sind erst beim Bauernhof. Und der Regen setzt jeden Moment ein. Schalala. Der Regen setzt jeden Moment ein. Und wie weit wir noch kommen. Wenn ich jetzt sprinte, steckt er die Fackel weg, ne? Ich komme. Das schaffen wir. Lauf, Link. Lauf schneller. Oh Gott, der Regen kommt. Wenigstens noch bis da. Ah. Und jetzt eigentlich nur noch bis zur Schale. Oh, das ist so knapp, das ist so knapp, das ist so knapp, 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 knapp. Das schaffen wir doch, bevor es regnet. Bitte, danke, gerne. Oh. Geschafft. Sowas von knapp. Das Athenia-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Ja, nice. Achso. Hier, mach mal aus. Achso. Wunderbar. Pura, da regnet's. Hatten wir ein Glück. Fertig. Junge Frau, Auftrag erfüllt. Ach, hast du es gelesen? Nein. Du brauchst gar nicht zu lügen. Ich hab dich durchschaut. Keine Sünden, bestraft die Göttin sofort. Leitstein aktiviert. Hab ich nicht gelesen, wirklich nicht. Alle Module auf dem Schickerstein wurden gelöscht. Alle Inhalte des Schickersteins wurden gelöscht. Und schau es dir an, wenn du mir nicht glaubst. Warum? Meine Bomben. Cheers. Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Pura, ey. Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Naja, egal. Und jetzt? Katika! Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun mal. Hihihihihi. Mein größter, süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So. Die Basismodule deines Schickersteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los dann, ruf mal ganz laut Katika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Katika. Ja, so muss ich das anhören. Alles klärchen, die Reparatur des Schickersteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Okay.
Das kennen wir ja schon von den Türmen. Schickerstein erkannt. Modul Hyrule Handbuch Album fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Download wird gestartet. Wunderbar. Okay, wir kriegen ein neues Modul. Kamera. Erstelle ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Du hast ein Modul erhalten. Ui. Aha. Reparaturvorgang abgeschlossen. Noch mehr zu tun. Aha. Und fertig. Na, ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mal mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Fotografier mich. Okay, okay, okay. Depura, depura. Na, guck mal, wie süß sie ist. Bayern. Fertig. Oh. Ich kann auch Selfies machen. Warte, wie komme ich hier wieder raus? So. Hübsch. Jawohl, ja. Und? Wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Ja, hier ist es. Guck mal. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Hier, da, guck mal. Da, so siehst du aus. Ist das nicht süß? Hm? Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß. Du hast ja das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerung wiederherzulangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Rubelo vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Keine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los! Okay, was denn? Katika! Möchtest du mich etwas fragen? Dein Angebot? Aha! Du hast also Interesse? Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Wenn du den Shika-Sensor stärken willst, brauchst du 3 antike Schrauben. Für das Bombenmodul brauchst du 3 antike Achsen. Für das Stasis-Modul brauchst du 3 antike Reaktorkerne. Ja, alles klar. Dann hör auf, mich so verträumt anzusehen und bring mir antike Materialien. Ich habe schon welche. Katika! Du wolltest wohl erst nochmal zu Impa gehen. Falls du antike Materialien dabei hast, sollen wir deinen Schickerstein verbessern? Ja. Im Austausch gegen antike Materialien kann ich deinen Schicker-Sensor stärken. Ja, bitte. Welches Modul möchtest du denn verbessern? Mach mal erstmal den Sensor. Ich glaube, da haben wir genug für da. Du möchtest den Schicker-Sensor verbessern? Dann hätte ich gern 3 antike Schrauben. Ja, bitteschön.
Also dann 3 antike Schrauben und ein süßes Katika, bitte. Katika. Hey, ja, erledigt. Verbesserung des Shika-Sensors beginnt jetzt. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Cool. Gib mich. Bessere Sensor. Ich glaube, der hat dann einfach eine größere Reichweite, dass wir von weiter weg schon die Dinger erkennen. Shika-Stein erkannt. Verbesserung des Shika-Sensors initialisiert. Ach, mal eben Schluck trinken hier. Ah, während der Download läuft. Kann man sich das mal gönnen. Leute, denkt an Trinken. Es ist warm. Bei dem Wetter muss man viel trinken. Shika-Sensor plus Objekt suchen. Der verbesserte Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Gehe in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Ah, okay. Ist also kein größerer Radius, sondern wir können Objekte damit erkennen. Das habe ich zum Beispiel wieder vergessen. Wie gesagt, Erbsenhirn. Shika-Sensor und Hyrule-Handbuch verknüpft. Gut. Jetzt ist es grün. Verbesserung des Shika-Sensors abgeschlossen. Dankeschön. Nehme ich gerne. Genau so. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben, ha? Oh, ein Shika-Sensor plus. Zeig ihn mir. Also, zeig doch bitte später Simin mal den Shika-Sensor plus, ja? Wäre ganz bezaubernd, okay? Simin! Ja. Ja, guten Abend. Endlich hast du den Shika-Sensor plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Okay. Komme ich hier raus? Glutling. Hinter dem Institut. Ein Glutling. Da. So, machen wir jetzt ein wunderschönes Foto. Boah, wir können jetzt alles fotografieren, Leute, ne? Ah, oh, bezaubernd. Ja, speichern. Glutling. Eintrag im Handbuch. Wunderbar. Nein, ich mache das immer falsch. So. Hab ich. Ist das ein Sauwetter? Ja. Hast du ein Foto eines Glutlings aufgenommen? Jawohl. Lass mich mal sehen. Da, guck, hab's gemacht. Oh, du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Hyrule-Handbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kann der Shika-Sensor Plus dir Glutlinge in deiner Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat über seine Verwendung. Lies es am besten kurz mal durch. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge? Im Expa-Wald nördlich von hier müssten welche wachsen. Suche sie mit dem Shika-Sensor Plus. Ich hab welche. Ja. Oh, du hast Glutlinge gefunden. Könnte ich dann 3 von deinen Glutlingen bekommen? Ja, ist okay. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Oh, Maxitrüffel. Seltener Pilz, der nur auf gutem Mutterboden wächst. Er besitzt ein starkes Aroma und hat als Kochzutat die Eigenschaft, Herzen über das Maximum hinaus aufzufüllen. Was hältst du von der Verbindung von Hyrule-Handbuch und Shika-Sensor Plus? Wenn du wieder Schreine suchen willst, wähle von deiner Karte aus erst den Shika-Sensor und dann Schreine. Ach ja. Ich wollte noch wegen einer anderen Sache mit dir sprechen. Wenn du etwas Zeit hast, sag mir Bescheid. Aber ich rush hier gerade durch die ganzen Nebenquests, ne? Hoi. Ja. Ich habe einen Tipp für dich, der Musik in deinen Ohren sein sollte, Link.
Ich kann dafür sorgen, dass dein schicker Sensor plus mehr Dinge finden kann. Hallo? Du darfst ruhig ein bisschen überrascht sein. Nun, vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Während meiner Forschungen habe ich bemerkt, dass unser Leitstein alte Fotos enthält. Wenn wir diese Fotos extrahieren und deinen Hyrule-Handbuch hinzufügen, dann hast du es viel einfacher, mit dem Schicker-Sensor Plus nach Dingen zu suchen. Wie einfacher? Naja, einfacher halt. Ist dir vielleicht noch gar nicht klar, wie praktisch der Schicker-Sensor Plus ist? In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nun auch nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Und mit Hilfe unseres Leitsteins können wir deinem Hyrule-Handbuch fehlende Fotos hinzufügen. So findest du bald wieder gewünschte Zutaten im Handumdrehen. Das könnte auf deiner Reise recht hilfreich sein, oder? Soll ich noch einmal alles erklären? Nee, passt schon, danke. Gut, dann setze am besten sofort deinen Schickerstein in den Leitstein ein. Dich das süße Leitsteinchen einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor. Aber andererseits bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird. Deshalb wollen wir mal eine Ausnahme machen. Also dann dürfte ich dich um den Schickerstein bitten. Nur ganz kurz. Ja? Okay. Vielen Dank. Dann schalten wir mal schnell den Leitstein ein. Katschika! Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen hier heute Upgrade über Upgrade, ne? Das ist mega. Schickerstein erkannt. Foto wird dem Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Nur eins? Wahrscheinlich muss ich für alle anderen Fotos irgendwelchen Loot bezahlen. Plüpp. Toll. Habe ich jetzt echt ein Foto bekommen von so einem Pilz. Das Hyrule-Handbuch wurde aktualisiert. Wow. Das hat sich jetzt gelohnt. Da, guck. Ein Foto. Oh. Oh? Das ist ja... Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in dein Hyrule-Handbuch übertragen. Das geht bei jedem Bild nur einmal. Denk daran, bevor du Bilder mit deinen eigenen Fotos überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodul Bilder aufnimmst oder mit Hilfe des Leitsteins. Das nächste Mal, wenn du Leitsteinchen benutzen willst, musst du aber bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Ja, die Chefin hat gesprochen. Ja, war mir so klar, ne? War mir so klar, Pura, dass ich dann das nächste Mal bezahlen muss. So, ich wollte jetzt aber mal in die Sachen reingucken. Wo sind die denn da? Album. So, wir haben nämlich, das haben wir ja gesehen, hier Fotos. Das sieht aus wie vor dem Schloss Hyrule. Da hinten sind die Zwillingsberge. Das müsste relativ am Anfang sein. Das noch auf dem Plateau. Vielleicht sogar. Könnte auf dem Plateau sein. Da habe ich kein... Also der einzige Hinweis, den wir hier eventuell haben, ist halt, dass der Vogel relativ nah ist. Da ist die Wüste. Das ist, ich glaube, auch von der Wüste aus ein Blick zum Schloss. Müsste das Schloss Hyrule von hinten sein. Das ist auch irgendwo in der Nähe von Schloss Hyrule. Da könnten wir uns an der Brücke orientieren. Wir müssen die Orte nämlich noch suchen. Das ist, glaube ich, auf Schloss Hyrule. Da haben wir irgendeinen Teich. Ein Pferd. Pferdestatue. Einen Bogen. Durchgang. Einen Wald. Könnte
jeder x-beliebige Wald sein. Und da haben wir Pura. Okay. Dann haben wir noch das Handbuch. So. Wir haben, oh Gott. Wir haben Tiere, die wir fotografieren müssen. Und zwar 83 Tiere. Monster müssen wir fotografieren. Die zähle ich jetzt aber nicht. Sind aber auch, boah, sind viel zu viele Monster, ne? Dann haben wir Materialien. Also sowas wie Pilze, wahrscheinlich auch Äpfel. Das ist nicht ganz so viel. Dann müssen wir Waffen fotografieren. Das sind unglaublich viele Waffen. Und 4 Schätze. Okay. Okay, so, wir sollen zurück nach Impa. Das ist ja... Warte mal, ich will noch fotografieren. Warte mal, Es regnet. Warte mal, wir können ja jetzt den Apfel fotografieren. Weil er erkennt auch, weißt du, so Fragezeichen. Und dann jetzt Apfel. Bei so einem Pisswetter einen Apfel fotografieren ist natürlich auch schön, ne? Hier so schön mittig. Apfel. Haben wir im Handbuch registriert. Gut, ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Okay, das haben wir. Und es regnet wie aus Eimern. Gut, aber ich würde sagen, nach Kakariko zurück, machen wir dann in der nächsten Folge. Wir bleiben jetzt hier einfach mal schön im Regen stehen. Wir haben einen verbesserten Sensor bekommen. Wir haben ein Handbuch bekommen. Wir haben Fotoalben bekommen. Wir haben einen Fotoapparat bekommen. Wir haben so einiges jetzt bekommen. Und dann können wir damit jetzt die ganze Welt fotografieren und scannen und hasse nicht gesehen. Also für uns nur noch mehr Aufgaben. Neben den ganzen Mini-Krog-Rätseln, neben den ganzen Schreinen, die wir abklappern müssen und eigentlich ja auch noch unsere Hauptgeschichte, Prinzessin Zelda retten. Wir haben genug zu tun. Wir haben echt genug zu tun. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ihr verpasst dann auch keine weitere Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.